meine Damen und Herren, da kommt sie jetzt ins Bild, die Helgoland, der Versorger der Insel Helgoland. Ja, sie bringt das hin, was man da dort wieder kaufen kann, und zurück bringt sie unter anderem halt auch den ganzen Abfall, den wir da lassen. Ja, die Helgoland, nicht das schnellste Schiff, aber ein sehr beständiges. Sie wurde 1964 in Dienst gestellt. Also, wenn ich jetzt richtig rechne, ist sie 52 Jahre jetzt schon unterwegs. Und sie kommt jetzt natürlich aus Helgoland mit einer Länge von 46 Metern und einer Breite von 8 Metern. Ja, als Spitzengeschwindigkeit ist hier angegeben 9 Knoten. Das sind so 17 Kilometer pro Stunde, die sie die ganze Zeit über auf der Elbe nicht machen konnte. Wir hatten ablaufend Wasser. Sie hatte den Strom gegen an, das arme Ding, und machte nur noch 4,5 Knoten. Das war so eben über 8 Kilometer pro Stunde. Aber nun hat sie es mal wieder geschafft. Jetzt geht sie hier gleich nach Steuerbord um die Ecke und legt sich in den alten Fischereihafen. Ja, natürlich deutsche Flagge, ne?